Servus und weiter geht's mit Battle Chasers. So, wir befinden uns immer noch im Dungeon Totenwacht. Wir müssen, also viele haben wir noch nicht entdeckt, wir müssen jetzt erstmal uns weiter hier durchforsten, um zu sehen, wie es denn so weitergeht. So. Die Gegner sind ein bisschen härter hier, habe ich gemerkt. Ja. Testament! Oh, die Testamente sind ganz lustig. All dies betrifft, möge hiermit unverzüglich und ohne große Vorrede versichert sein, dass Nachfolgendes wahr, exakt und rechtsverbindlich ist in allen Territorien, Örtlichkeiten, Landmassen und Dimensionen, seien sie entdeckt oder der Entdeckung harrend, und zwar in jeder Hinsicht, die das Gesetz gestattet. Dabei berücksichtigen, dass Gesetz manchmal ein mehrdeutiger Begriff sein kann, infolge der Differenzen in kulturellen und politischen Ansichten, welches die endgültigen Definitionen des Gesetzes akzeptabel verwischen können. Vor allem dort, wo das kriminelle Element die Möglichkeiten akkurater und bedeutsamer geltend machen, ansonsten verifizierter und logisch deterministischer Resultate niedergeschriebener, signierter, versiegelter Dokumente destabilisiert hat, deren Absicht darin besteht, die endgültige Entscheidung der Vermögensverteilung einer verschiedenen Person kundzutun, auch wenn besagte Verteilung durch unzählige Herausforderungen erschwert werden, die auf sozioökonomische... Das Pier ist an dieser Stelle zerrissen, bevor der Satz endet. Okay. Haben wir aber auch nicht was bekommen hier. So, wir haben ein großes Buch bekommen. Wenn wir hier anwenden. Gib mir mal für ihren Vorteilspunkt. Okay. Gut, weiter wird durchforstet hier. Da schlagen die Blitze ein. Das ist ein cooles. Gehen wir hier hin. Hier ist der. Kein Mythherz. Kein Mythherz. Ah, verdammt. Mist. Na gut. Mit Crit. Mit Crit, den Baby. So. Nein, was verliert ein bisschen Energie, wenn er hinterherläuft. Das ist gar nicht so schlecht jetzt. Hehehe. Du lasst nicht mehr lange, Junge. Du lasst nicht mehr lange. Puh, mein Ding in die Nieren. Da zerreißt dich. Hab ich recht? Puh. 14. Und. Ach komm, krieg's noch. Vergiftung oben drauf. Hier haben wir. Okay. Das war nicht schlecht. Ja, du kannst noch mal ein bisschen heilen vielleicht. Und du musst leider kurz einen Ausweichmanöver machen. Weil wenn ich dich jetzt erschieße, dann heilt er nicht mehr. Obwohl, nee. So. Schade. Doch, heilen. Sehr gut. Das heißt, klappen, ja. Während des Todeskampfes. Warte mal. Sehr gut. Gut, wir haben alles eingesammelt, was es zu einsammeln gab. Kommen wir ja so nicht so schnell hinter mir her, oder? Fackel, oh ja, das machen wir nicht, denn das können wir nicht machen. Das können wir machen. Festung. Steigert die Gesamtwaffe um 12. Können wir machen. Okay, angelegt, angelegt. Geben wir das mal dem Ordensführer. Ja.
Okay, noch einmal. Und zwar. Ja, auch. So, mehr können wir nicht machen, nur zweimal. Gut. Nicht schlecht. Okay, dann geht's wieder runter. Fragen wir runter wollen oder nicht? Gehen wir mal. Dein Angriffsstärke hat sich gesteigert, das ist sehr gut. Oh, dem Licht den Rücken zu kehren war leichter, als ich erwartet habe. Der Orden hält seine Sache für rechtschaffend. Doch das ist es nicht. Verus, das Zusammentreffen mit ihm war in der Tat eine Zufallsregelung. Morgen beginne ich mit einer neuen Aufgabe, bei der ich meine Fähigkeit nicht nutzen werde, die Lebenden von den Toten aufzuwecken, sondern einfach nur die Toten lebendiger zu machen. Ich habe vor der Nekromantie von der Nekromantie gehört, sie noch nie praktiziert. Ich könnte die nekromantische Künste studieren. Sie ist aber vor, meinen eigenen Weg zu gehen. Oh, spannend. Die Nekromantie ist ein unbeständiges Ding, habe ich gehört. Zu viel Leben für die Toten und sie kehren als heerlose, stolpernde Ghule zurück, die ihre eigenen Glieder abnagen würden, als ein Schwert in die Hand zu nehmen. Zu wenig und sie werden eine verkohlte, hoffnungslose Schweinerei. Das Problem? Der Versuch, Leben durch Mittel des Dunkels einzuflößen. Hier habe ich meine Berufung gefunden. Licht kann von einem richtigen Hintergrund zu dunkel verzerrt. In diesem Fall werden die Auferweckten nützlicher, obwohl sie immer noch Befehle so befolgen. Gut, nicht so spannend, aber wir müssen es ja. Naja, wir müssen die Gegner auf jeden Fall trotzdem hier killen, damit wir alles befreit haben, damit wir nicht wieder irgendwann hier... Kannst du auch vom Blitz getroffen werden? Anscheinend nicht. So, kriegst du einen kleinen Schwummi von mir. Bitte steh nicht wieder auf. Bleib sitzen. Setz dich doch. Ich kann schon mehr Leber ziehen. Aber naja. Also die Dänemark ist glaube ich echt scheiße, aber die andere können wir schneller killen. Schneller Flank, ist nicht verkehrt. Schleimtöter! Schade. Hau doch mal rein, ne? Hm. Das war jetzt nicht allzu schwer, gebe ich zu. So, haben wir alle Gegner jetzt hier oben gekillt eigentlich? Oder läuft da noch? Ich glaube, da läuft noch ein Schleim hier rum, ne? Oder läuft da noch was rum? Ne, wir haben alles gekillt, was zu killen gibt. Und gehen, ja, müssen in den nächsten Bereich rein. Jetzt einmal hier nach unten und hier oben habe ich auch noch einen. Habe ich auch noch einen, wo längs laufen. Na, da war ich verkehrt. Ne, das war nicht, stimmt. Dann gehen wir nach unten. Wo es hingeht. Da laufen wir verstohlen rum hier. Ah, okay. So kommen wir dann auch weiter. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir gucken trotzdem mal kurz. Wo sind wir jetzt? Da. Also, wir können diesen anderen Weg hier gehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Kann man vielleicht durchgehen. Und dachte man, es gibt keinen Weg mehr. Dabei gibt es hier doch noch einen Weg. Da ist auch ein Saat. Den kann man auch mal holen. Oh. Oh, Mist. Klappertknochen von Marokko. Okay, dann machen wir die Klappertknochen nochmal klapprig fertig. Ja,
gut. Wir machen ganz gut Damage gerade. Das ist auch nicht verkehrt. Schattenseidenfetzen. Oder kann ich diese nochmal aufmachen? Das. Unter der Statue ist eine Inschrift. Hier ruht Fürst Belveros, furchtloser Befehlshaber und Soldat. Zu Ehren seines Dienstes im Eisernen Außenposten möge er nie fallen. Okay. Man könnte hier noch irgendwas Cooles finden, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Aber dem scheint dem ist nicht so, würde ich sagen. Das nächste noch mitnehmen können, ne? Na gut. Aber gut zu wissen, dass man das auch mal zwischendurch nutzen kann. So, weiter geht's. Nicht über die rostigen Gitterstäbe da. Das sagen wir irgendwie nicht zu. Wir können überall hinkommen wieder. Sehr gut. Was denn? Ah, okay. Erstmal hier rüber. Wieder zurück, dann kommen wir auch wieder dahin. Ah, okay. Dann müssen wir. Warte. Müsste jetzt funktionieren, dann. Hoffen wir es. Yes. Gut, dann kommen wir da links. Ah, kleine Rätselanlagen, Puzzles. Eigentlich ganz witzig. Müssen wir nehmen. Oh, was ist denn? Also, soll ich was machen? Kann ich nicht. Ja. Aber nicht rein. Also, ich muss jetzt den ganzen Ding ja nochmal drehen, damit wir. Totenwachtstein reinsetzen können. Ah, jetzt ist der Schalter. Okay, okay. I understand, I understand. So, komm jetzt auch da rein. Genau. Da, jetzt möchte die Dungeon-Karte sein, oder? Dieses Buch hat dünne, sehr alte Seiten. Ein anderes Aufschlag lautet, das Leben ist nur ein Gefängnis. Nur im Tod gibt es Freiheit. Okay, wenn er es sagt, ich glaube da auch mal nicht. Okay, da kommen wir nicht einfach so durch. Den Stein rausnehmen können wir auch nicht. Denn wir müssen ja wieder da landen. Wie soll man das denn machen? Wir müssen ja hindrehen. Von der anderen Seite nicht ran. Okay, also irgendwie müssen wir da rein. Wir verlieren nur Leben. Aha! Da komme ich den durch. Ach so, da! Die Figuren da drauf, da ist der Tod. Unten. Ja, clever. Dass ich es nicht erkannt habe. Naja. Okay. Schauen wir mal, was es hier oben jetzt noch weitere Geheimnisse gibt. Nicht.
Methylerz haben wir genommen. Oben kurz rein. Ein Gegner. Ja, aber ich glaube, wir stoppen schon wieder hier und werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.